Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Baldur's Gate Enhanced Edition. Wir haben in der letzten Folge schon mal ganz gut hier dieses erste Viertel von Baldur's Tor unsicher gemacht. Haben dabei direkt mal die örtliche Diebesgilde auseinandergenommen. Das sind alles Eingänge zur Diebesgilde. Aber irgendwo muss ja noch so eine Taverne. Ne, das ist auch Diebesgilde, oder? Ja. Zum Glück greift der uns nicht an. Also so ein paar Schurken leben noch. Die sich uns nicht wirklich in den Weg stellen wollten. Hier ist scheinbar der Taverneneingang. Ist irgendwie komisch gestaltet. Wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, dass das eine Taverne sein sollte. Kaufst du Sachen an? Ich werde neue Gäste doch nicht abweisen, wenn das Geschäft so schlecht läuft. Wenn ihr irgendwas benötigt, dann fragt mich ruhig. Es war eine anstrengende Reise bis hierher. Was habt ihr, um unsere Geister wieder zu beleben? Ah, nee. Obwohl, einmal rasten könnten wir. Na, das schlafen wir mal wie ein Händler. Das reicht ja auch. Vierte Stunde. Schlafen wir noch ein bisschen weiter. Bei mir ist das Bier billig. Das kann ich mir vorstellen. Halt! Einmal höher. Na komm. Na gut, hier haben wir auch nur dann den Spielraum. Also nichts Besonderes hier in der Kneipe. Versucht Schritt zu halten. Aber dieser Humas, der war ja scheinbar angeblich ein starker Gegner. Für den hatten wir 2000 Erfahrung bekommen. Schade, dass wir vorher nicht mit ihm gesprochen haben. Was soll man machen? Einmal nochmal zum Billigladen. Kann ich auch mal hier die Straße noch hochgehen. Da haben wir schon das erste Viertel hier erfolgreich erkundet. Bei dem möchte ich nochmal eben verkaufen. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Titanit kannst du haben, Feuerschutzrobe, Blitzschutzrobe. Nimm. Du hast nix mehr. So, du. Kälteschutzrobe, Feuerschutzrobe und Dolch plus 1. Kurzschwert plus 1, Lederrüstung plus 1. Yep. Und du hast nichts mehr. Sehr schön. Sprecht, ich höre zu. Immer noch ziemlich viel Gold. Finde ich schön. Heißt, wir können uns auch immer noch sehr viel kostbare Munition leisten. Man stelle sich vor, wir hätten noch andere Bogenschützen außer Immoun. Also wirklich richtige Bogenschützen, nicht nur Schurken. Da könnten wir jetzt so viel Geld mit denen raushauen. Die Tür des Hauses fällt schon aus den Angeln. Ihr nehmt schon an, dass es seit Jahren unbewohnt ist. Ah, da hinten hatten wir auch so ein Haus. Gehen wir einfach mal hier entlang. Da macht sich nämlich dann noch ein Stadtviertel bereit, was wir betreten könnten. Es ist irgendwie gefällt mir die Stadt. Sollen wir noch Stäbe verkaufen? Nee, ich finde nicht. Wir könnten hier einmal noch runter. Vielleicht können wir dann noch ein weiteres Stadtviertel eröffnen. Und da dann nochmal lang. Schätze mal, die Diebesgilde hätte ein paar interessante Quests vielleicht geboten. Aber wir haben keinen chaotischen Charakter. Von daher sollte ich mich vielleicht auch wirklich mal ein bisschen mehr an meinem Charakter halten. Ein bisschen mehr Rollenspiel machen. Weiß halt nicht mehr ganz genau, wie ich Angosch festgelegt hatte damals. So, hier können wir jetzt noch hin. Versucht Schritt zu halten. Also in der Stadt mangelt es uns wirklich nicht an Gebieten. Gucken wir einmal noch hier entlang, ob wir da auch nochmal raus können. Im Waffengeschäft waren wir schon.
Weiß jetzt nicht, ob hier noch in jedem einzelnen Haus irgendwas Interessantes ist. Weil das würde, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen, da auch noch überall nachzuschauen. Okay, hier geht's so an sich nicht weiter. Gehen wir mal hier raus. Wer sagt denn da die ganze Zeit immer Hallo Leute? Die geht mir ein bisschen auf den Nerv. Sollen sie doch ruhig sein. Es hat sich ausgehallot. So, wo gehen wir denn erst hin? Ich würde erstmal hier hingehen, weil das kleiner aussieht, das Viertel. So, als hätten wir schnell durchgeschaut. Bettler, Bürger, ein Junge. Ja, ich schaue jetzt nicht in die ganzen Sachen rein. Jetzt haben wir da ein Geschäft. Gemischtwarenladen. Dann schauen wir doch mal rein. Aber es gibt ja diesen Baldur's Gate Reloaded Mod für Never Winter Night 2. Den schaffe ich nur irgendwie nicht zum Laufen zu bringen. Keine Ahnung wieso. Aber ich frage mich, wie die da Baldur's Tor wohl gestaltet haben. Ladenbesitzer. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Ich fürchte, mein Lager ist nicht so gut gefüllt, wie es sein sollte. Aber ich versuche immer alles auf Lager zu haben, was man wirklich braucht. Ich bin sicher, das reicht. Dann wollen wir mal einen Blick drauf werfen. Okay, ist tatsächlich nichts Interessantes. Wenn ich Dawn doch lieber in einen Tank haben wollte, dann wüsste ich, dass ich hier ein Langschild plus 1 bekomme. Das wäre eine Überlegung eigentlich bei Dawn. Wenn ich den mal... Wenn ich dem noch einen Waffenpunkt geben könnte... Oder zwei Hände und Armbrust. Nee, ich glaube, das bringt doch nichts. Hätte ich dann eher machen müssen. Aber, naja. Weil das fehlt mir eigentlich so ein bisschen, so ein richtiger Tank. Da könnten wir in die Kanalisation hinabsteigen. Ist ja auch interessant. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Nee, tatsächlich möchte ich jetzt aber das noch nicht machen. Sondern tatsächlich erst, wenn wir irgendwas darin suchen. Jetzt wird mir das nämlich, glaube ich, zu verwirrend. So, damit mache ich jetzt kein neues Teil auf. Werden wir bestimmt mal brauchen. Bestimmt werden wir mal irgendwann in der Stadt gejagt oder sonst was. Und dann dürfen wir uns nur noch in der Kanalisation fortbewegen. Wie gesagt, jetzt ist mir das erstmal... Wenn ich noch nicht weiß, was ich da will, dann gehe ich eigentlich hier rein. Auf meiner Klingel steht euer Name. Heda, bleibt, wo ihr seid. Verdammt. Michael, da ist jemand. Reingekommen. Ja, toll. Lesen kann ich auch nicht. Schon gut, wir wollen keinen Ärger. Dies mag euer Haus sein, aber jetzt möchten wir einfach nur gehen. Macht uns keinen Ärger und ihr werdet nur ein bisschen ärmer, sonst seid ihr tot. Wir verarschen die mal. Ihr seid in mein Haus eingebrochen? Ihr glaubt, ich lasse euch damit davonkommen? Überlegt nochmal. Hey, richt euch nicht so auf. Warum vergessen wir nicht einfach, was passiert ist und wir lassen uns wieder blicken? Es gibt keinen einfachen Ausweg für euch. Gebt mir alles, was ihr an... Na, tut alles, was ihr sonst noch habt. Tut es jetzt oder ihr seid beide tot. Ich bin nicht so schwer bewaffnet, weil es hübsch aussieht. Schon gut, hier habt ihr alles, was wir genommen haben. Und noch etwas mehr. Michael, verschwinden wir, bevor es sich anders überlegt. Es soll noch weitaus blutiger. Ja, für so kleine Spießchen ist Angriff schon doch zu haben. Dass das geklappt hat, das ist tatsächlich das Bekloppte. Bürger, Bürger. Wirtshaus und Taverne. Schauen wir mal rein. Treppe ist wegen schlechter Verarbeitung gesperrt. Ja, ansonsten... Eurik, der kleine Junge, hat einen Namen. Wenn ihr Beschwerden über den Service habt, da draußen ist eine Wand. Die hört sich gerne alles an. Also, was würdet ihr gerne was trinken?
Er hat aber königlich echt die Gönnungsmöglichkeit. Wir sollen nicht mit Fremden reden. Was? Ich habe doch gar nichts getan. Lass mich in Ruhe. Warum stehst du mitten in der Kneipe rum? Sollte einem zu denken geben. So, Sandalquist. Lass mich gehen. Nee, Senator. Lass mich jetzt bitte allein, ja? Ich will jetzt niemanden um mich haben. Warum seid ihr betrübt? Seid ihr so betrübt, meine Dame? Ich befürchte das Schlimmste für meinen Bruder und meinen Vetter. Sie sind jetzt schon seit Wochen verschwunden und niemand kann sie finden. Bruder und euer Vetter, wenn ich ihren Namen wüsste, könnte ich euch vielleicht helfen. Ich danke euch. Was immer ihr auch erreichen könnt, ich wäre euch dankbar. Sie heißen Shank und Garbus. Sie sind beide nicht die Hellsten, aber ein Herz aus Gold. Vielleicht sind sie in eine schlechte Gesellschaft geraten, aber sie würden niemals selbst etwas Schlechtes tun. Shank und Garbus? Shank und Garbus. Da kann ich doch nicht so viel für euch tun, wie ich dachte. Was meint ihr damit? Organisiert eine Suchaktion. Durchkämmt die ganze Gegend, sucht überall. Ihr könnt doch wohl meine lieben Familienangehörigkeiten finden. Ach so, stimmt. Das waren die Attentäter ganz vom Anfang. Ja gut, lieb. Als sie mich in Kerzenburg umbringen wollten, waren sie aber nicht sehr lieb. Was? Sie würden niemals... Ach was, vergesst es. Wenn sie euch angegriffen haben, dann habt ihr ja mitbekommen, was für Idioten die sind. Hatten sie ihr Geld bei sich? Nein, dachte ich mir schon. Ist wahrscheinlich alles für Alkohol und Spielchen draufgegangen. Gut gemacht, wenn ihr es ihnen gezeigt habt. Mir tut es jedenfalls nicht leid um sie. Garbus und Shank, was für zwei armselige Idioten. Wie schnell eine Person ihre Meinung ändern kann, unglaublich. Ach ja, das waren ja unsere zwei ersten Gegner. Wenn man von den Ratten absieht, so hier könnten wir klauen, machen wir allerdings nicht. Bestimmt entgehen mir jetzt hier irgendwelche Special-Gegenstände. Aber wer weiß. Wir haben ja zum Beispiel immer noch die goldene Pantalon. Ich glaube, mit der kann man in dem Spiel auch gar nichts mehr machen. Ich glaube, die ist erst für den nächsten Teil relevant. Komm, rein. So, Ladenbesitzer. Das sieht tatsächlich mal wirklich aus wie ein Gemischwarenhandel. Hallo, ich bin der gut angepasste R. Und meine Preise sind angemessen. Früher wurde ich immer verrückter R genannt, aber mein Therapeut hat mich davon überzeugt, dass ich es geschäftlich zu nichts bringe, wenn ich einen Plattenpanzer für Apfel und Ei verkaufe. Schade. Okay. Zeigt mir einfach, was ihr habt, und ich verschwinde wieder. Du hast auch unbegrenzte Wurfpfeile. Ansonsten leider nichts allzu interessantes Pfeile der Durchbohrung. Die macht natürlich gut Schaden. Nehme ich jetzt aber mal nicht. Es soll noch weitaus blutiger werden. Ein Lagerhaus. Ob ich da so einfach rein kann, tatsächlich kann ich das. Sind auch ganz viele Bürger und Bürgerinnen. Gibt's ja auch irgendeinen Besitzer. Ein komisches Lagerhaus. Warte, schnell speichern, bevor das hier als Diebstahl gilt. Okay. Irgendwie ein bisschen seltsam. Ich gehe jetzt einfach wieder. Vielleicht gibt es hier auch irgendwann mal eine Quest. Sollte ich mir dann merken, dass es hier ein Lagerhaus gibt. Es soll noch weitaus blutiger werden als hier. Wie gesagt, ein komisches Lager. Generell ist der Abschnitt hier irgendwie ein bisschen komisch. Ah, da könnten wir jetzt noch hin. Ich frage mich so allerdings, was die Frau davon, die Shank und Garbus gesucht hat, was sie jetzt genau von denen wollte. Weil irgendwie, ja, als sie dann gehört hat, dass sie tot ist, war sie ja gar nicht so erschüttert, wie sie hätte sein müssen. Wie sie ja erst so tat, als wären das ja ihre liebsten Familienmitglieder zur funkelnden Klinge.
Ist wahrscheinlich wieder ein Gasthaus. Na komm, geht rein. Ah, Nira lässt braucht wieder eine extra Einladung. Gaxir der Seher. Shaila. Elkhard. Sieht nach einer Söldnertruppe aus. Ihr seid ein Licht, das die Dunkelheit durchdringt. Ihr seid auf der Suche nach Wahrheit. Ihr seid mehr, als euch bewusst ist. Der Seher hat so gesprochen, weil er die Furcht kennt, die ihr hegt, und die Furcht, die euch noch bevorsteht. In der Höhle der Spinne findet ihr einen Tyranid. Ihr tätet gut daran, ihm ihn zu bringen. Ich habe den Tyranid verkauft. Gaxir der Seher. Okay, es soll scheinbar in den Abwasserkanälen sein. Habe ich jetzt nicht so herauserkannt. Shaila zieht durch den Nebel der Dame, dass ihr, sieht durch die, dass ihr ein starker und würdiger Abenteurer seid. Shaila sieht in der Tat sehr klar. Welche Anmaßung von jemandem, der noch so jung ist. Shaila sieht nicht klar, sondern nur verschwommen und immer durch die Nebel von Lyra. Lyra ist eine Göttin. Ich glaube, eine Göttin der Gastfreundschaft oder sowas. Nee, Göttin der Täuschung. Ach, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine Göttin. Lyra, wer ist das? Lyra ist die Dame der Nebel, Mutter aller Illusionen. Die Hüterin der Täuschung und des Nebelschatten. Ja, also doch Täuschung. Einige sagen, sie starb zur Zeit der Unruhen, getötet von Cyric, verraten von Mask. Es heißt, dass sie Mask liebte und ihn auch immer liebt. Einige sagen, Götter können sterben. Manche sagen, Götter können geboren werden. Manche sagen, Götter können leben. Andere sagen, Götter sind eine Illusion, die wir zur Befriedigung unserer eigenen Bedürfnisse schaffen. Und wiederum andere sagen, Götter sind eine Illusion, die wir schaffen, um unsere Angst vor dem Leben zu verschleiern. Unsere Angst vor dem Tod. Unsere Angst vor dem Sein. Wenn Götter eine Täuschung, eine Illusion sind, dann ist vielleicht Lyra der einzige Leitstern in der Wahrheit in unserem ganzen Pantheon der Lügen. Doch wenn Götter wirklich sind und wahr und erwisst, dann kann Lyra keine Göttin sein und muss tot sein, wenn sie denn je gelebt hat. Die Meinung anderer Leute interessiert mich nicht. Was erzählt ihr über Lyra? Shaila sagt, was Shaila gesagt hat, oder etwa nicht? Aha, das bringt schon Versicht in der Sache. Tun wir mal so, als könnten wir wissen, worüber sie redet. Welche Anmaßung? Hinweg mit euch. Hinweg mit allen, die versuchen, den Nebel von Lyra zu lüften. Okay, scheinbar habe ich verkackt. Hör auf in der Nase rumzubohren, du Altsweib. Geht mir aus den Augen. Ja, ist ja schon erledigt. Ist Shaila jetzt hier oben? Wer seid ihr denn eigentlich alle? Versucht, Schritt zu halten. Hail Adventurer, I'm busy right now. After we've settled ourselves, I will gladly speak with you. Well, I was going to say you were cute enough to buy you around, but obviously you're not interested, nein. Fair enough, we will be in around Baldur's Gate for a few days, but we'll check back in later. Also wir sind hier noch ein paar Tage, wir werden einfach später mal vorbeischauen. Suit yourself. Oh. Wie ihr meint. Ahorn Weide Espe. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was? Ihr wollt doch nach meinem Namen fragen, oder? Den will nämlich jeder wissen. Und ihr seid wohl auch keine Ausnahme. Na gut, Ahorn Weide Espe heiße ich. Und ja, meine Eltern waren ganz begeistert von Bäumen. Das ist mir sehr klar. Und jetzt will keine Witze über Familienbaumstammbäume hören. Seid ihr jetzt zufrieden? Eigentlich wollte ich nur eine Wegbeschreibung. Beschreibung? Ihr wollt gar nicht? Also gut, womit kann ich euch helfen? Ich interessiere mich nur für Baldur's Tor. Was gibt's denn hier zu sehen? Tja, das Haus der Wunder ist ganz nett, wenn man so Spielereien gerne sieht. Das ist in der westlichen Stadtmitte. Allerlei Zauberei ist auch ganz nett. Das ist eher in der östlichen Stadtmitte, ansonsten wüsste ich auch nichts. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ihr habt von Bäumen gesprochen. Eure Eltern haben da wohl Spaß dran, oder? Jawohl. Puff.
Weg war sie. Wer seid ihr alle? Set? Ihr seid am Ende. If you want anything, you have to talk to the boss. Wer seid ihr? Ich glaub, du wirst heute Abend schon die Radieschen von unten anschauen. Hey, du wirst meinen Absatz zu spüren bekommen, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Ja? Okay. Sagen alle dasselbe. Ich gehe jetzt einfach mal. Oh. Soll noch weit ab. Kann ich noch? Ich kann noch einen höher. Reginald langsam Rösingen, der Dritte. Alles klar. Freut mich, so eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Hallo, ihr. Euch einen schönen und sonnigen Tag. Wo immer ihr auch herkommt und hingeht. Immer bereit, einem neuen Gesicht die Hand zu reichen. Bildlich gesprochen jetzt. Was könnt ihr mir so über die Stadt erzählen? Die Stadt? Ja, das ist schon ein schöner Ort von majestätischer Ausdehnung und äußerst umfassend in der Nutzung des Landes. Sie ist wunderschön und einmal gesehen, will man gar nicht mehr wegschauen. Welch Schönheit und Größe spiegelt sich in den einfachen und bescheidenen Anlagen und Bürgern wider. Alles strahlt eine in sich ruhende Noblesse aus, die Spatzen von den Dächern pfeifen. Sie ist ein Wunder in ihrer Einfachheit. Baldurs Tor. Verstehe, und was macht ihr so? Seid ihr ein Abenteurer wie ich? Die Abenteurerei, eine edle Beschäftigung, bei der Zeit wie im Fluge vergeht. Die Höhen und Tiefen der Tiefen und Höhen zu suchen, in den Fußstapfen anderer auf Fahnen zu wandern, die niemals zuvor jemand betreten hat. Die Tiefen des eigenen Selbst auszuloten, während man die Welt vor eigener Haustür erkundet. Das ist in der Tat ein großartiges Leben und überdies einfach in seiner Komplexität. Habt ihr in letzter Zeit von etwas Interessantem gehört? Suchmission oder so? Suchmission? Oh ja, die Suche. Das zu suchen, was gesucht werden muss und das zu finden, was man durch die Suche am richtigen Ort finden kann, wenn es sich überhaupt dort befindet. Das zu entdecken, was bekannt oder vergessen ist, dann aber wieder erinnert wird und erneut gesucht wird, obwohl es von Anfang an alt war. Solche Ziele verdienen es, nach ihnen zu streben. Unglaublich. Ihr habt geredet und geredet, ohne irgendetwas zu sagen. Tja, auf einer anderen Ebene könnte das, was ich gesagt habe, als gekünsteltes Nichts aufgefasst werden. Ihr habt überhaupt keine wertvollen Informationen, oder? Wenn ihr wirklich wissen wollt, ob meine Reden wissenswerte Einzelheiten über ansonsten unbekannte Zusammenhänge und Statistiken hält, dann... tja... nein. Ich dachte nicht. Alles klar dann. Klar. Ich verschwinde dann. In der Tat. Nun denn. Ich habe kein Interesse, mit solchen wie Ihnen zu sprechen. Okay. Ja. So. Komische Gestalt. Generell irgendwie alles komisch hier. Ich muss tatsächlich zugeben, dass so irgendwie so langsam ein bisschen meine Zunge sich verknotet. Mir gerade die zweite Folge am Stück auf und irgendwie normalerweise ist das nicht so das Problem. Aber da hier sehr viel geredet und sonst was, also ich sehr viel lesen muss hier, zerknotet sich die Stimme da, die Zunge da schneller. So, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Hier hin? Genau wie Soren sagte. Ein Sklave der Verhassten. Okay, Mönch des dunklen Mondes. Endlich mal was mit Rassat. Unsere Herrin wird zufrieden sein und Soren wird seine Robe erhalten. Tötet die Sonnenseele und alle, die an seiner Seite kämpfen. Seid vorsichtig. Einige dieser Gestalten gleichen denen, die Damas und mich in der Katla überfallen haben. Der kann zaubern, der Arsch. Das werden wir uns zu unterbinden wissen. So, da ihr Mönche seid, dürftet ihr eigentlich genauso kacke sein wie Rassat. Ey. Boah. Das Arschloch tritt hier um sich. Der ist gerade gestorben. Ein Flammenpfeil, bitte.
Ja, also wie man sieht, diese Schläge, diese Wendigkeit, mit der sie ausgewichen sind, es waren nicht die Schattendiebe, die der Massenmittel der Kattler angegriffen haben. Unsere Widersacher waren Mönche des dunklen Mondes. Sie müssen mir hierher gefolgt sein. Eigentlich waren sie ziemlich schwach und leider haben wir jetzt wieder die Kampfmusik in dem Gespräch. Schuldet ihr ihnen Geld oder was? Genau. Was wollen sie von euch? Eines der maßgeblichen Ziele des Kultes ist die Auslöschung aller Sonnenseelenmönche und aller Anhänger von Selune. Sie werden nicht eher ruhen, bis ihre dunklen Machenschaften unser Streben überschatten. Wir müssen sie aufhalten. Und wie zur Hölle machen wir das? Eda, passt ja schön auf, wo ihr hintretet. Durch die Gischt vom Meer können die Pflastersteine etwas glitschig werden. Ich heiße Kerachus, kann ich euch irgendwie helfen? Was macht ihr hier? Ah, ich bin sozusagen der Hafenarbeiter des Herzogs. Nun gut, ich bin nur ein Hafenarbeiter wie jeder andere, aber ich war auf den königlichen Galeeren, um Waren aus der neuen Welt auszuladen. Eigentlich ist das zweite irgendwie ein bisschen süß. Neue Welt? Gibt es so etwas wie eine Dimensionstür in dem Meer, durch die man dorthin gelangt? Noch besser, man sagt jetzt, die Welt sei nicht mehr flach. Sie ist so rund geworden, eine perfekte, um sich selbst gewickelte Kugel, wie die Glaskugel eines Zauberers. Wir sitzen auf der aufrechten Hälfte und die neue Welt Mazdika hängt an der Unterseite wie eine Fledermaus. Eines Tages werde ich mich auf eins dieser Schiffe schleichen, damit ich solch ein Wunder einmal sehe. Ich weiß gar nicht, ob das eine Anspielung auf irgendwas ist. Eine neue Welt? Boah, das klingt spannend. Da würde ich gerne irgendwann mal hin. Nun, wenn er die Wahrheit sagt, dann werden wir sie vielleicht eines Tages betreten. Auch mir würde das gefallen. Das ist die richtige Einstellung. Keine Gegend ist zu abgelegen, keine Gegend zu unbekannt, keine Gegend ist zu gefährlich für uns. Nun, zumindest wenn es ein Plätzchen gibt, an dem man sich als Frau dann und wann zurechtmachen kann. Wie auch immer. Ich würde wirklich gerne einen unforschten Teil dieser Welt sehen. Vielleicht gibt es dort Menschen mit lila Haaren. Wäre das nicht klasse? Durch die Brutalität. Nee, das ist ja doof. Verschwärme allen, atme mehr Fantasie als... Achso, das ist jetzt gar nicht mehr an sie gerichtet. Sagen wir einfach Hurra und alles Gute für eure neue Welt, Karachios, wie auch immer sie aussehen mag. Nun gut, ich kann nicht länger aufhalten. Vielleicht reden wir später mal miteinander. Wenn ich mich in eurer Abwesenheit nicht in einen der Verstecke des Schiffs verkrochen habe, heißt es. Ich tu's. Ja, tu was auch immer. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr solltet. Ein Schreiben des dunklen Mondes. Die Feinde meines Freundes. Eine Agentin der meistgeistigen Göttin wurde in Baldus Tor gesichtet. Er schien alleine zu sein. Es sollte also ein leichtes zu sein, ihn zu töten. Geht in das Gasthaus zur funkelnden Klinge und sprecht dort mit einem Akolytenanwärter namens Zorren. Er wird euch eine Beschreibung der Zielperson liefern. Findet und tötet diesen Agenten Selunis, dann bringt seine Leiche zum Schrein. Weder ich noch die Herren der Nacht werden Versagen dulden. Von A. unterschrieben. Kann ich dich darauf ansprechen? Es soll noch weitaus blutiger werden. Mit Angosch vielleicht? Ich erwarte eure Anweisung. Nee, tatsächlich nicht. Du hast auch Hand auflegen. Achso, das geht hier nur bei einem selber. Wie sieht's eigentlich aus? Wie viel Schaden machst du denn? Angriffe pro Runde. 3 alle 2 Runden. Ja, bis jetzt. Im Moment ist er noch mit dem Krummsäbel besser. Was wurde denn jetzt Aufgaben? Wichtige Ereignisse. Rassat. Die Feinde meines Freundes. Eine Gruppe Mönche hat uns angegriffen. Sie hatten es anscheinend auf Rassat abgesehen, der ihren Kampfstil als denjenigen erkannt hat, welchen auch die Angreifer praktizierten, die seine Brüder in Adkatla getötet haben. Diese Mönche waren Mitglieder des Kultes Dunklen Mondes, Anhänger von Schar, die Rassats Orden der Sonnenseele verabscheuen.
Jemand namens Sorm hat Rassad bei diesen Mördern angeschwärzt. Ach, haben die Söldner vielleicht damit zu tun, die da standen? Und wie sieht das hier teilweise gar nicht so aus, als wäre es jetzt noch mitten in der Stadt? Ich glaube, wir sind ja auch ein bisschen falsch rausgekommen. Dann ich glaube, eigentlich hätte man hier rauskommen sollen. Ist der nur für den Quest hier geportet worden? Keine Ahnung. Niemand wird gezwungen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Ha. Ah, Elmins hat mir gesagt, dass ihr recht bald vorbeikommen würdet. Guckt euch den Eisenthron an, was? Elminster? Etwas weit schweifelt der gute Alte, nicht wahr? Ich schätze, ich wäre genauso, wenn ich schon so viele Jahrhunderte gelebt hätte. Und wie traue ich dir nicht? Aber genug davon, Angosch. Ich bin gekommen, um euch über das Böse zu berichten. Ihr habt ein besonderes Erbe, Kind. Eines, das mehr Feinde als Freunde mit sich bringt, fürchte ich. Diese Stadt birgt viele Geheimnisse und Gefahren. Und wie ich richtig vermute, ist der Eisenthron so ziemlich der Kern des Ganzen. Eure Nachforschungen werden nicht unbemerkt und wohl eher auch nicht ungestraft bleiben. Ich bitte euch, stellt euch mit Scar und Herzog Eltern gut. Die beiden für die flammenden Faustarbeit. Sie sind von Grund auf tüchtige und ehrenwerte Männer und in der Lage, euch in diesem städtischen Wirrwarr ein wenig Rat und Schutz zu bieten. Aber ich verweile schon zu lange. Es ist besser, wenn wir nicht zusammen gesehen werden. Entelis Fulsum, der offenbar mit Elminster bekannt ist, scheint über meine Untersuchung zum Eisenthron gut informiert zu sein. Er schlägt vor, dass ich mich an Scar und Herzog Eltern wende, die beiden der flammenden Faust angehören. Wer bist du? Belgien. Wer du bist? Ich weiß es nicht. What do you wish of me? I do not have much time for inclination for talk. You look worried. Is there any way I can help you? Unless you can find a small gnome with an attitude problem the size of Waterdeep, you cannot help me. Okay, der ist bestimmt für Quail gedacht. Perhaps we will speak later again. It should not be too hard to find a small one with big attitude. They all seem to have large personalities. Yeah, we keep it on the nose. Move along. Ja, ich glaube, dass das was, weil das auf Englisch ist, deswegen denke ich mal, dass das mit dem PC-Mod eingefügt worden ist. Und ich denke mal, dass das an Quail gerichtet ist, der eine ziemlich starke Persönlichkeit haben soll. Eisenthron. Ach so, hier ist der Eisenthron. Oh, sollen wir tatsächlich schon unseren Feinden gegenübertreten? Mal schauen, was passiert, wenn wir reingehen. Keine Zeit für Plaudereien. Raus, hinfort. Flieht, solange ihr noch könnt. Hier wird der Wahnsinn herrschen und ich ertrage es nicht länger. Beruhigt euch und erklärt euch, guter Herr, sodass ich euch besser verstehe. Mich beruhigen? Mich beruhigen, während Zarevoks Gehilfen ihre magischen Kakophonie an mir praktizieren? Ich denke nicht daran, Fremdling. Ich denke überhaupt nicht daran. Kaufmann. Weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir schon hier sind. Okay. Willkommen in der Zitadelle des Eisenthrons. Was bringt euch her? Wenn wir euch 200 Goldmünzen geben, würdet ihr dann keine Fragen mehr stellen und uns einlassen? Wir lassen uns nicht bestechen. Geht, bevor ich euch hinausprügel. Mist! Egal, stirb. Den Kaufmann interessiert es nicht. Was habt ihr zu schaffen? Wenn ihr gekommen seid, um Eisenlieferungen für euer Unternehmen zu erwerben, dann tut ihr es besser anderswo. Wir sind nicht an Geschäftsbeziehungen zu anderen Unternehmen interessiert. Ich gehe lieber hier raus. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor ich sollte vielleicht mich wirklich erst mit der flammenden Faust verbünden, bevor ich gegen den Eisenthron vorgehe. Überall sind Eingänge zur Kanalisation.
Tatsächlich gefällt mir das so gar nicht, wenn ich das schon hier mit der Kanalisation sehe. Kanalisationen in Spielen sind irgendwie immer schrecklich. So. Gibt's hier keine Hafenkneipe oder so? Das, fände ich ja schrecklich. Schwimmen gehen können wir nicht. Schade, schade. Aber wie gesagt, nützlich zu wissen, wo unser Feind ist. Zentrale des Eisenthrons. Haus der Wasserkönigin. Es könnte eine Kneipe sein. Haus der Wasserkönigin. Wüsste nicht, was das sonst sein sollte. Weil einmal rasten wäre gut. Wir haben die nullte Stunde. Ach nee, ah, das ist ein Tempel. Zu welchem Zweck suchte die königliche Schlampe auf? Dieser Name. Wir möchten mit der Hohepriesterin Lealanta Mistmir sprechen, woher auch immer wir diesen Namen kennen. Die Hohepriester verschwendet keine Zeit mit gemeinem Volk. Was rechtfertigt euer Kommen? Würde eine Gabe von 50 Goldmünzen Zutritt verschaffen? Diese Gabe ist angemessen, wartet hier. Ich bin Lealanta Mistmir, was führt euch zu mir? Wir sind hier, um unsere Aufwartung in eurem Tempel zu machen. Ich nehme euch die Frömmigkeit nicht ab. Wenn ihr euch dazu entschließt, die Wahrheit zu sagen, könnt ihr noch einmal bei mir vorsprechen. Tatsächlich war das gerade unsere einzige Intention. Riecherin von Amberly. Eigentlich sollten wir uns doch mit Amberly gut gestellt haben. Wir haben ja schon einer ihrer Priesterinnen geholfen. Tempel sieht aber cool aus, um ehrlich zu sein. Ich hab's für eine Kneipe gehalten. Ah, das hätte ich mir jetzt im echten Leben gerne vorgestellt, wie ich da so reingegangen wäre und irgendwie was trinken wollte und auf einmal so, ups, das ist ja ein Tempel. Das könnte mir durchaus passieren. Bei meiner Verpeiltheit. Und da liegen immer noch die Leichen von den, ja gut, eine Leiche, zwei Leichen. Das ist nur noch irgendwie Fleischreste, die Dorn übrig gelassen hat. Weil da die Mönche uns irgendwie auch nicht groß Probleme bereitet haben, habe ich jetzt gar nicht mal so Angst, dass ich Rasat zu scheiße irgendwie benutze. Scheinbar sind die wirklich nicht so gut. Das ist Jopalines Seemann Joss. Leider müssen wir jetzt gehen. Seemann Finch. Sie sprang mir von der Angel, sie sprang mir von der Angel, doch eines Tages, es weiß ich, habe ich dieses Fischlein ganz für mich. Das reimt sich ja gar nicht. Seemann Dan. Alle Freund, setzt euch hin, denn dann wollen wir zusammen zechen. Wir alle sind hier Seeleute von der Gehenden Marie, die während des Ausgangs gerne mal an Land ihr Leber testet. Die Gehende Marie? Ja, das ist ein schönes Schiff, das sich schnell vorwärts bewegt. Ein besseres hat es nie gegeben, das schwöre ich. Wir sind sogar schneller als Balduran höchstpersönlich gesegelt und warten immer noch auf eine neue Herausforderung. Okay, wer bist du? Du hast ja gesagt, der gesagt hat, wir müssten gehen, oder? Ich glaube, ich habe ein bisschen Was tut man mit einem betrunkenen Seemann? Was tut man mit einem betrunkenen Seemann? Was tut man mit einem betrunkenen Seemann? Ganz früh schon am Morgen. Ah, what should you do with a drunken sailor? Ja, das funktioniert auf Deutsch nicht ganz so gut. Jeslik. Jeslik? Braucht ihr was? Ihr wart so gut zu mir, mein Freund. Schlagt ein paar Köpfe ein, in Ordnung? Bla bla bla. Haben wir denen gesagt, er soll weggehen? Keine Ahnung. Seemann nett, weil er ein ganz flotter Kerl ist, Was niemand bestreiten kann. Singt das nicht noch einmal? Kommt schon, es hat mir sehr gefallen. Ich muss es noch einmal hören. Ja,
Okay, das Lied muss ich nicht noch einmal hören. Ach so. Ich kenne nicht den ganzen Text von dem Lied. Ich habe es wirklich nur mit dem betrunkenen Seemann da gemerkt. Erzählt mir doch, was denn euch in mein Gasthaus geführt hat. Neue Gäste sind hier immer gern gesehen. Ich habe ein oder zwei Münzen, die mir ein Loch in den Geldbeutel brennen. Lasst sehen, was ihr anzubieten habt. So, einmal königlich nächtigen. Und dann die neunte Stunde. Wurde ja auf einmal urplötzlich abends, als uns die Mönche angegriffen haben. Da ist wieder ein Lagerhaus. Das ist wahrscheinlich genauso komisch ist wie das letzte, wo wir drin waren. Kommt nicht rein! Ein Basilisk ist ausgebrochen! Flieht, solange ihr noch könnt! Wie konnte denn ein Basilisk in ein Lagerhaus mitten in der Stadt geraten? Gorpel Hint und seine Abenteuerbande, die fröhlichen Gaukler, haben die Beste vor ein paar Wochen gefangen. Sie sollte nach Tiefwasser gebracht und bei einem Jahrmarkt vorgeführt werden. Leider erwacht das Tier vorzeitig zu einem magischen Schlummer. Aber genug geredet jetzt, lauft! Schauen wir mal, ob wir den Sieg bekommen. Scheiße! Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ja, geil! Laden. Quick Save. Achso, ein Müll. Muss ich wieder... Es war ja noch nicht mal zum... Laden. Autosave. Quick Save. Ja, schade. Huch, das wollte ich gar nicht. Gott, bin ich doof. Dachte, damit gehe ich zurück ins Spiel. Quick Save geladen. Versucht, Schritt zu halten. Ja. Ach, das ist ja jetzt ein bisschen ätzend. Ich würde sagen, ich beende hier mal die Folge und mache das einfach wieder offscreen, was ich gemacht habe. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Baldur's Gate Enhanced Edition und bis dahin, macht's gut.